Wir sind heute bei Klaus Hub in Morsbach. Er ist seit 3 Jahrzehnten im Geschäft als Restaurator. Wer sind denn Ihre Kunden? Ja, hauptsächlich Privatkunden, aber auch Städte, Gemeinden, Kirchen. Und Privatkunden, wen muss man sich denn darunter vorstellen? Sind das dann die großen Kunstsammler? Unter anderem, aber auch die Oma darf zu mir kommen mit ihrer, sage ich mal, Gipsfigur oder ähnlichem. Sie haben relativ viel zu tun, ne? Im Hintergrund sieht man einige Bilder, die Sie derzeit restaurieren. Wir haben dreimal ausgewählt, die aktuell von Ihnen bearbeitet werden. Ganz links sieht man ein relativ, ja, dunkles Bild. Da sieht man fast gar nichts mehr drauf, ne? Was zeigt das denn eigentlich oder was soll es zeigen? Ja, es ist tatsächlich ein Holztafelbild, gemalt um 1800, und es zeigt Hermannstadt. Das Problem ist, dass der Schutzfirnis inzwischen so stark gebräunt ist, dass das Bild eigentlich fast gar nicht mehr zu erkennen ist. Und das wollen wir heute angehen. Wir möchten gern praktisch das Bild wieder sichtbar machen. Das heißt, wir nehmen heute den Schutzfirnis mal ab. Was ist denn, das fragt sich jetzt jeder Laie vermutlich, was ist denn ein Schutzfirnis? Wenn ein Ölgemälde ausgetrocknet ist, also so nach einem halben Jahr, ja, wird es mit einem Schutzfirnis, also Dammer oder Mastix, überzogen. Der Laie kennt das vielleicht mit einem Klarlack. So muss man sich das vorstellen. Dieser Firnis gibt den Farben nochmal Brillanz und Tiefe und schützt das Bild vor Witterungseinflüssen, besonders vor Sonnenlicht, Temperaturschwankungen, Verschmutzung etc. etc. Aber es wird dadurch auch gleichzeitig dunkler über die Jahre und Jahrzehnte. Ja, der Firnis ist farblos und alles, was farblos ist, wird vom Sonnenlicht zersetzt und verändert. Das heißt, die Bilder beginnen mit den Jahrzehnten zu gelben und zu bräunen. Woher stammt denn jetzt dieses Bild? Das hat ja eine relativ, wurde ja relativ an einem ungewöhnlichen Ort gefunden, ne? Ja, das Bild kommt tatsächlich aus Rumänien, Hermannstadt. Eine junge Frau hat es von ihrem Vater geerbt und sie hat mir erzählt, dass es jahrzehntelang auf dem Dachboden gelagert wurde, unter Ziegel. Und es handelt sich hier praktisch um ein Holztafelbild und das ist schon außergewöhnlich. Also die Tafel hat keinen Riss und eigentlich sonst keine weiteren Schäden, außer diese starke Bräunung des Firnisses. Und die wollen wir jetzt angehen. Die gehen wir heute an. Um das Bild reinigen zu können, müssen wir es natürlich als allererst mal aus dem Rahmen nehmen. Wie ist das befestigt? Hat man eigentlich als Restaurator auch Angst und Sorge, dass man das Bild vielleicht sogar beschädigen könnte oder? Ja gut, die Gefahr oder die Angst wird immer da sein, aber wir haben so viel Routine, dass da eigentlich fast nie was passiert. Also wir haben jetzt das Bild aus dem Rahmen genommen und ich war der Annahme, dass es direkt auf die Holztafel gemalt ist. Aber jetzt beim Ausbauen habe ich hier eine kleine Beschädigung entdeckt und jetzt sieht man tatsächlich, dass es auf Papier ist und das Papier wurde auf die Holztafel aufgezogen. Wenn es ein Druck ist oder ähnliches, wird es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, das zu reinigen. Also ich habe hier schon mal eine kleine Firnisprobe gemacht, eine Reinigungsprobe. Das sieht sehr gut aus, aber jetzt bin ich gespannt, ob man das überhaupt über das ganze Bild so durchziehen kann und hier ein ordentliches Ergebnis kriegen. Aber wir probieren's. Wir probieren es. So, wir versuchen jetzt diesen stark gebräunten Firnis trotz alledem zu lösen, hoffen auch, dass wir das Bild nicht bestätigen oder lösen von der Holztafel. Hier habe ich schon mal eine kleine Firnisprobe gemacht. Sieht jetzt gar nicht so schlecht aus und habe jetzt ein Lösemittel zusammengestellt, was zwar so scharf und stark ist, dass es den Firnis anlöst, aber nicht die Malerei.
Das Ganze machen wir mit einem Wattestab. Wird ganz vorsichtig, wird es da abgewischt. Da sieht man schon, was darunter geht. Das heißt, Sie erstellen individuell diese Lösungen für das jeweilige Gemälde, weil die ja immer unterschiedliche Firnisse auch haben, ne? Ja, man weiß natürlich nie vorher, was hat der Maler oder vielleicht, wenn es mal zwischendurch restauriert wurde, für ein Firnis benutzt, wie ist er zusammengestellt. Und darum ist eine Firnisprobe unabdinglich. Ja, sonst kann man ja das ganze Gemälde eventuell auch zerstören. Oder das ganze Bild. Jetzt der Firnis zu, oder das Lösemittel zu stark ist, dann würden wir das Bild, also die Malerei, lösen. Und so versuchen wir nur, den Firnis vorsichtig abzunehmen. Das sieht trotz alledem ganz gut aus. Wir haben das vorher schon mal besprochen gehabt, ohne dass wir es jetzt gefilmt hatten. Da hatten wir auch darüber gesprochen, warum denn überhaupt ein Firnis drauf gemacht wird, ne? Wenn dann das Bild dadurch immer dunkler auch wird über die Jahre und Jahrzehnte. Das ist ja ein Schutz für das Gemälde, zum Beispiel auch für Sonneneinstrahlung und so weiter. Aber man muss eigentlich ein Gemälde, und das wissen vielleicht viele auch gar nicht, nach einer gewissen Zeit, wenn es immer dunkler wird, mit dem Firnis erneuern. Also das heißt, der Firnis kommt dann runter, so wie wir es hier jetzt machen, und dann kommt ein neuer Firnis drauf. Ja, genau. Weil ein Schutz braucht ja dieses Gemälde auch danach noch. Ne? Aber wie gesagt, wenn wir keinen Schutzfirnis auftragen, dann werden die Farben, die Malerei, werden direkt vom Sonnenlicht dann zersetzt. Und übertrieben gesagt, könnte man das dann nach ein paar Jahren mit der Hand locker wegwischen. Aber es bedeutet auch, dass man, wenn man ein Gemälde hat, dann immer wieder das auch nach 30, nach 40 Jahren, manchmal auch erst nach 80 oder nach 100 Jahren, je nachdem, wie qualitativ hochwertig auch dieses Firnis ist, erneuern muss im Prinzip. Ja, wenn man das Bild in den Originalfarben genießen will, ist eine Firnisabnahme, und das sehen Sie hier, der Firnis ist ca. 200 Jahre alt. Das heißt, das Bild wurde zwischendurch auch nie gereinigt oder der Firnis wurde nie abgenommen, sondern ich denke, es wurde immer wieder nur Firnis aufgetragen, weil es ist auch, wenn man das so sieht, eine richtig dicke Schicht. Aber gibt es nicht auch Firnis heutzutage, die man aufträgt, wo das Bild nicht dunkler macht über die Jahrzehnte, wo es so bleibt, wo man nie mehr was dran machen muss? Das wäre echt das Beste, ne? Ja, ein Firnis ist aber immer farblos, weil wenn er Pigmente hätte, dann würde er ja praktisch die Farben verfälschen. Und alles, was farblos ist, wird vom Sonnenlicht praktisch zersetzt, verändert, es gilt, es bräunt. Das heißt, weil wir gerade vom Thema Sonnenlicht haben, man sollte ja auch Originalgemäldebilder nie dem Sonnenlicht aussetzen. Ja, immer vor direkter Sonneneinstrahlung eigentlich schützen. Auch Heizquellen zu vermeiden, wie Heizkörper, Fußbodenheizung ist natürlich auch nicht gut für Kunstgegenstände. Außenwände immer prüfen, ob die gut isoliert sind, ja, dass man da Probleme mit Feuchtigkeit, Schimmelbildung etc. bekommen. Jetzt sieht man ja das wahnsinnig viel, was da zum Vorschein kommt. Ist es für Sie jetzt auch so ein schönes Ergebnis, wenn man das dann immer mehr sich ein Bild wieder zeigt, das ist doch auch für einen Restaurator ein Erfolg, oder? Ja, das ist jetzt natürlich ein schönes Beispiel für so ein Aha-Erlebnis. Man kann jetzt auch ein Bild nehmen, wo noch nicht so stark gebräunt ist, sehen wir vielleicht nachher. Aber da tut sich ja jetzt richtig was. Hier sehen wir jetzt das zweite Bild, das Sie derzeit restaurieren. Woher kommt das? Ja, meine Kunden sind ja oft Sammler und dieser Kunde hat das Bild tatsächlich bei eBay ersteigert. Und wenn die Leute das über eBay sehen, also über eine Fotografie, wirken die Bilder oft dann viel heller und brillanter, wie sie tatsächlich sind. Also die Fotografie verändert das Bild unheimlich. Und dann sind die oft enttäuscht, wenn es tatsächlich so braun und vergilbt ankommt. Und dann rufen die natürlich zuerst mal beim Restaurator oder, wenn sie mich kennen, schon bei mir an und stellen das Bild vor.
Wir besprechen das dann. Ich kann Ihnen dann auch schon ein bisschen sagen, mit was vom Ergebnis Sie rechnen können. Also ich habe auch hier eine kleine Firnisprobe gemacht und auch diese, sagen wir mal, leichte oder leichtere Bräunung oder Gilbung wie bei dem ersteren verändert die Farben schon unheimlich. Wir sehen hier jetzt eigentlich schon einen ockerfarbenen oder braunen Himmel. Also tatsächlich ist der blau. Und wenn man da die hellblau, wenn man da die Bergstrukturen anguckt, also kommt ein wunderbarer Violettton raus. Also auch hier wird man überrascht sein, wie das tatsächlich im Original aussieht. Und da in der Mitte des Bildes, da sieht man, was ist das? Diese Stellen, also wir sehen hier sogenannte Krakeluren. Die entstehen einfach mit der Alterung des Bildes. Das heißt, die Ölfarben sind ja am Anfang sehr elastisch, trocknen aber über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte immer mehr aus. Hier haben wir als Bildträger eine Leinwand. Die Leinwand arbeitet und dann entstehen diese kleinen, sagen wir, Risse. Also das Bild, das kriegt diese Krakeluren. Wir Menschen, wir kriegen Falten. Und das können Sie auch beheben? Eine Krakelur ist eine natürliche Alterung, also die wird weitgehend belassen. Ich habe oft auch Porträts schon gehabt, Kinderporträts, und dann hat man wirklich starke Krakeluren, wo Zwischenräume entstehen von mehreren Millimetern. Und dann sieht natürlich so ein Kinderbild aus wie ein Gespenst oder sonst irgendwas. Dann muss man da eingreifen, beziehungsweise werden diese Stellen vorsichtig dann einretuschiert und geschlossen, damit es wieder ansehnlich wird. Aber hier wird man vielleicht nachher, denke ich, je nachdem wie es dann rauskommt, wie es wirkt, durch die Reinigung werden diese stark störenden Stellen schon etwas zurückgehen, und ansonsten werden diese noch etwas mit einer Heizspachtel planiert und runtergedrückt, sodass die nachher eigentlich kaum störend auffallen werden. Bei dem letzten Bild, das wir heute zeigen werden, das kommt aus der gleichen Sammlung quasi, ne, auch bei eBay von dem gleichen Sammler ersteigert. Da denkt man ja auch erstmal, ja, passt doch alles. Und hier unten rechts sieht man schon, ne, da haben Sie auch eine Probe gemacht. Auch hier habe ich wieder eine Firnisprobe gemacht. Das heißt ja auch, hier sieht man Eisläufer. Und wenn wir das Bild jetzt so angucken, dann kann man sagen, ja, die stehen auf dem Acker oder auf einer Wiese, aber niemals auf dem Eis. Eis ist ja nicht braun, sondern wie gesagt, hat eher eine Blautönung. Und hier ist schon zu erkennen, wie das Bild rauskommen wird. Auch der Himmel wird wahrscheinlich in schönen, gedeckten Blautönen erleuchten. Wie lange brauchen Sie für so ein Bild, dass Sie das komplett fertig machen? Das ist immer sehr unterschiedlich, weil ich nie weiß, was von Firnis ist tatsächlich drauf. Also jeder Maler hat ja auch seine eigenen Rezepte. Dann muss man sich vorstellen, so ein Bild, wenn das Jahrhunderte alt ist, haben immer wieder Eingriffe stattgefunden. Das heißt, es waren immer Restauratoren zu Werke, um das Bild zu erhalten. Und ein großes Problem ist, nach dem Krieg kamen viele Kunstharzhacke, Lacke, synthetische Farben auf den Markt. Und da hat man auch die Bilder dann praktisch mit Alkylharzlacken oder Acryllacken gefirnisst. Diese sind sehr schwierig zu lösen, sehr aufwendig zu lösen und manchmal auch gar nicht mehr. Drum kann man nie generell sagen, man braucht für so ein Bild so und so viele Stunden. Aber ich nehme mal an, für das Bild selber werden vielleicht so 7-8 Stunden reinfließen. Sie haben vorhin auch was ganz Interessantes gesagt zum Thema Ölfarben oder Acrylfarben, was da der Unterschied ist. Viele malen ja heutzutage auch in ihrem Privatatelier daheim mit Acrylfarben, aber was ist da denn das Problem? Die Ölfarbe, würde ich mal sagen, ist einfach nachhaltiger. Es ist ein natürlicher Stoff, wo man über Jahrhunderte erhalten kann. Die Ölfarbe ist so stabil, dass wenn diese praktisch mit dem Schutzfirnis überzogen sind, dass man den Firnis gut lösen kann, ohne das Bild zu schädigen.
Das wäre jetzt eigentlich bei Acryl eigentlich gar nicht möglich oder denkbar, weil Acryl so empfindlich ist gegen Lösemittel. Wenn man da anfängt zu reinigen oder versuchen würde, den abzunehmen, wäre sofort das Bild weg. Das heißt, was passiert mit einem Acrylbild nach 100 Jahren? Ja gut, je nachdem, wie man es behandelt, wie man es aufbewahrt oder lagert. Aber es wird mit der Zeit auch wie ein Ölbild, es wird immer dunkler werden. Und also die Schäden, sage ich mal, sind kaum oder minimal reparabel. Also man hat da weitaus größere Probleme wie mit einem Ölbild. Ja, zum Bild gehört natürlich auch der Zierrahmen. Und hier haben wir noch die zwei Originalrahmen, wo auch restauriert werden oder wurden. Das ist für einen Sammler besonders wichtig. Also der Rahmen und das Bild bildet immer eine Einheit. Es sei denn, es sind keine Rahmen mehr vorhanden oder eine Restaurierung lohnt sich nicht mehr. Dann geht man einfach zum neueren Produkt über. Aber der Sammler schätzt das natürlich, dass man die Originalrahmen hat. Und die werden dann oft auch sehr aufwendig restauriert. Na, ich wollte gerade sagen, die sehen ja auch sehr aufwendig aus. Da braucht man wahrscheinlich auch mehrere Stunden nur für den Rahmen, oder? Also beide Rahmen oder der eine Rahmen hier, der war so stark beschädigt, dass ich da wahrscheinlich für den Rahmen genauso viel Zeit aufwenden musste wie fürs Bild selber. Ja, also insgesamt hat sich das Ganze doch etwas anders dargestellt wie vermutet. Ich dachte ja ursprünglich, dass das Gemälde tatsächlich auf diese sichtbare Holztafel gemalt ist. Und schon beim Entfernen des Rahmens habe ich gemerkt, dass es tatsächlich so ist, dass ein Malkarton auf diese Holztafel aufgezogen wurde. Das heißt, das Ganze ist auf Karton gemalt und auch die Vermutung um 1803, da lag ich sehr gut. Das sieht man jetzt auch hier. Da habe ich hier unten einen Schriftzug freilegen können. Der war total übermalt, überretuschiert. Warum, weiß ich nicht. Und tatsächlich zeigt es eine Szene von 1803, wurde aber erst 1916 gemalt. Das Bild ist jetzt richtig schön hell geworden, ne? Ja, also problematisch war eigentlich, dass dieser dunkelbraune Firnis ziemlich stark in den Malkarton eingedrungen ist. Und wenn man das jetzt auch genau anguckt, steht es ein bisschen schargierend, ein bisschen fleckig. Und es gab doch sehr viel größere Bereiche, wo einfach dunkle Streifen dann standen. Und dann war die Überlegung, wie geht man mit dem Ganzen um? Lässt man das so als Dokument stehen oder versucht man doch, das Ganze etwas zu beruhigen? Weil es hat ja es hängt ja nicht im Museum, es soll keinen musealen Charakter haben, sondern man will ja jeden Tag im Privatbereich das Bild genießen können. Und dann haben Sie sich dazu entschieden, diese schwarzen Streifen zu entfernen? Genau, und dadurch war die Retusche eigentlich relativ aufwendig. Wenn man das sieht, das Bild ist ja sehr bunt und von vielen Farbtönen geprägt. Und dann muss man natürlich schon die einzelnen Stellen etwas beruhigen. Das ist natürlich schon sehr aufwendig. Wie lief es mit den anderen beiden Bildern? Die sind ja jetzt schon abgeholt. Ja, das lief eigentlich ganz gut. Der Kunde war auch hoch zufrieden. Und es ist ja immer wieder schön, ein Stück Kunstgeschichte sichtbar zu machen. Und nach der Firnisabnahme konnte man dann diese Tiefenwirkung des Bildes erkennen, die Brillanz und die Leuchtkraft der Farben. Und dann kann man sich auch immer wieder gut vorstellen, was der Maler dabei empfunden hat, als er das Bild gemalt hat. Also zum einen ist es natürlich schön, wenn man so ein Ergebnis erzielt und wenn dann noch der Kunden zufrieden ist, was will man eigentlich mehr?